Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Heute spielen wir Zombies und heute wieder mit dabei ist der einzigartige und unglaubliche Dreamzy. Guten Tag, ich bin gerade vor Scham gestorben. Der einzigartige und was weiß ich. Ja, Dreamzy. Genau. Toll. Und wir spielen heute Zombies. Und warum habe ich ihn wieder mit dabei? Denn ja, auch er hat damals Zombies geschrieben. Und nicht nur einmal, auch nicht zweimal, auch nicht dreimal, sondern unglaubliche viermal. Oder dreimal. Eins von beiden war es gewesen. Zwischen drei und fünf Mal. Oder sogar drei bis fünf Mal. wir spielen, ich spiele, glaube ich, jetzt heute zum ersten Mal die neueste Version von Zombies. Timmy hat, ich habe Timmy gesagt, egal. Ist nicht schlimm, ne? Nein. Nö. Gut. Er heißt auch Timmy, ne? Nennen wir so. Er hat schon mal das Spiel gespielt gehabt, irgendwie vor langer Zeit, hat das Spiel nicht verstanden, weil das Konzept wurde ein bisschen drastisch umgeändert. Ja. Und ja. Wie das ist, das werden wir gleich alle erfahren. Ich finde schön, dass hier in der Lobby diese Zombies gibt, die so von links nach rechts laufen. Zwar unnötig, ja, aber cool. Ja, tatsächlich mal cool. Da kommt wieder einer raus. Und drauf mit uns. Oder auch nicht. Ich wollte auch mit drauf. Doofköpfe. Hier, Premium Plus ist sinnlos. Siehst du, wir haben es umsonst gekauft, Timmy. Mann. Vor allem umsonst gekauft. So. Ja. Oh, die Map kenne ich sogar. Ja, noch. Creep Air. Ja, wunderschöne Map. Nee, cool. Ja. Die Infektion startet in 30 Sekunden. Gut, also Creep Air, eine sehr bekannte Map. Wir sehen schon mal Skulls. 0 von 50. Aha. Okay. Gut. Villager infiziert. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ich machen muss, ne? Ja, das werden wir gleich jetzt sagen. Villager. Ne? Gibt noch 50 weitere Skulls in den Kessel, damit ich ein Gegenmittel bauen kann und sie infiziert werden. Okay. So, ich bin schon mal infiziert. Schön, ne? Bin nicht infiziert, aber ich... Ich würde mal sagen, runterkloppen die Leute oder töten, damit sie auch selber zu Zombies werden. Okay, jetzt haben wir coole Effekte, wenn man spawnt und allgemein. Was kann ich denn hier bei einem Zombie machen? Gar nichts. So, ich habe ein Powder of was? Powder of Life. Okay. Ich habe ein Skull. Mhm. Alter. Und wie... Okay. Vielleicht muss ich jetzt die Skulls zu den Typis bringen. Okay. Man sieht ja, irgendwie sammelt ihr gerade Skulls. Also die spawnen im Flugzeug, oder wie? Warte mal, zum Beispiel mit dem Powder of Life. Hier, nimm Powder of Life. Okay. Kann ich dich damit abwerfen? Ich weiß nicht. Hallo, hallo. Ich glaube, das ist nicht... Powder of Life. Ah, das heilt mich vielleicht. Ja. Kann also, gut sein. Man muss gerade sagen, die Survivor sind hier gerade alle auf diesen einen, danke fürs Töten. Kein Problem. Sind gerade alle auf der einen Seite des Flugzeugs und da ein Zombie reinzukommen ist ja auch spaßig. Vor allem, wir haben keine Items, haben wir der Shop? Mal gucken, gibt es endlich den Shop? Haben wir den? Haben wir nicht. Gut. Alles klar. Okay, das heilt mich um halbes Herz, das Powder of Life ist ja richtig krass. Das ist natürlich krass. So, der Zombie sagt leider auch nichts hin, aber Kisten können wir nicht aufgreifen, cool. Wie kriegt man euch, ist die Frage. Ohne zu sterben. Ja, das ist Minecraft-Community. Minecraft-Community, wie sie ist und lebt. Schön. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ne? Tja. Ah, es gibt sogar Team-Chats. Ja. Die gab's, glaube ich, damals bei dir auch, oder? Im Stream? Ich weiß es nicht. Ja, oder? Nee, doch, glaub nicht. Ich weiß nur, dass das Konzept halt damals komplett anders war. Genau. Da ging es darum, ich glaube, man hat einfach nur den Schädel eingeschlagen. Ah, nee, man muss so einen Nexus oder sowas so einsammeln. Dieses okay. Nexus, ich weiß es nicht. Aber als Zombie musste man irgendwie den Nexus zerstören oder so. Mhm. Und dann wurden alle infiziert oder so. Nee, umgedreht, die Survivor haben den Nexus zerstört, damit die Zombies nicht mehr wieder spawnen können. Genau, ja, stimmt. Die Zombies sind nämlich immer wieder gespawnt, die Survivor wurden infiziert. Genau. Und wenn dieser Nexus zerstört wurde, konnten die Zombies nicht mehr respawnen, dann muss man sie noch einmal töten. Und dann war vorbei. Genau. Fand ich tatsächlich ganz cool. Genau. Und dafür gab es halt diesen schönen Beacon. Das war halt dieser Nexus. Der hatte dann oben so eine Zeitleiste gehabt. Ich glaube, 120 Sekunden konnte man den nicht lang zerstören. Und dann erst konnte man den zerstören. Genau. Und dann gab es, glaube ich, auch noch verschiedene Items. Ich glaube, einen Shop gab es, genau. Weißt du noch irgendwelche Items? Irgendwie? Ich weiß gerade auch kein Item mehr. Aber es gab einen Shop, das weiß ich. Das meine ich schon. Weil das hatten wir getestet. Kann mich noch an erinnern. Ja, also, ja, es gab super viele Items, glaube ich sogar. Ja. Unsere Testmap war ja mal Murmeltier Games gewesen. Ja.
Der liebe Schulze damals noch geschrieben. Ja, genau. Er hat nicht geschrieben. Geschrieben hat. Genau, er hat sie geschrieben und er gebaut natürlich. Und ja, und da haben wir echt viel Mist auch teils gebaut. Hatten wir nicht sogar irgendwie so eine, wir hatten auch irgendwann auch irgendwie, um das Terrain zu ändern, irgendwie so Blöcke zu ändern. Gab es da irgendwie auch so ein Item? Ich weiß aber nicht was, keine Ahnung. Irgendwie so eine, ins Loch reißen? So ein Loch. Wir haben einige Items ausprobiert. Ja, das stimmt. Man, es war ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie 6 Items geschrieben habe und die mussten es dann sein, sondern ich habe ja mal ein paar mehr geschrieben und genau, dann haben wir die besten ausgesucht. Genau. Aber, ja. Aber ich, keine Ahnung, also ich finde den jetzt hier nicht so spannend. Hm. Gerade aus der Zombie-Sicht finde ich. Ja. Aber wir haben gewonnen. Ja, cool. Ihr habt gewonnen, die Sonne ist aufgegangen. Wie man sieht, die ist irgendwie ganz schön schnell, die Sonne, oder? Sehe ich da richtig? Ja, sehe ich. Nee, wir haben 50 Skulls abgegeben. Genau. Und alle Villager beschützt. Ach, da waren Villager drin. Okay. Ja, ja, du musst die Skulls dann zu den Villagern bringen. Ah, und die spawnen also die ganze Zeit im Haus hier. Ja. Okay. Und da wirst du dann diese Skulls rein. Aha. Ja, dann gut, gewinnst du. Also man hat auf jeden Fall das Konzept geändert. Es ist ja nicht mehr so wie damals, auf jeden Fall. Wir müssen nochmal Creeper nehmen, leider die einzige Map, die gerade voll wird. Du bist nicht reingekommen, oder? Ich bin drin. Echt? Ich bin Old Hoy. Achso, du hast Nickname, Mann. Gut, war gut. Jetzt habe ich ihn ausgestellt. Ja, sieht man aber noch in der Tab-Leiste deinen alten Namen. Oh. Egal. auf jeden Fall, Konzept wurde geändert. Also man muss jetzt Skulls sammeln, die Villager noch beschützen. Das heißt, nicht nur sein eigenes Leben beschützen, sondern halt auch noch Dorfbewohner. Und man kann nur überleben, nicht nach einer Zeit, wie es damals war, der Fall, sondern halt, wenn man halt diese 50 Skulls abgegeben hat. Okay? Ja. Jo. Klingt logisch. Klingt logisch. Aber, ja. Genau. Und das war, glaube ich, für dich so dein erstes Projekt damals gewesen, so ein richtiges, meine ich. Ne? Survival Games, womit ich angefangen habe. Dann Survival Games und dann Zombies. Genau, Zombies. Aber da war es halt noch, sagen wir mal, Anfänger, ne? Und deshalb kam es halt auch dazu, dass du es halt auch sehr oft neu geschrieben hast. Ja, vor allem kam es nicht darum, dass ich es sehr oft neu geschrieben habe, sondern, weiß ich, wir waren halt nie so mit dem Endresultat zufrieden. Dann gab es immer wieder Konzeptänderungen, dann hat man die Konzeptänderungen wieder zurückgenommen. Dann will man doch was anderes haben, dann wollte ich was anderes haben im Code, weil bis ich das neue geschrieben habe, hat mir der Code schon nicht mehr gefallen, weil ich da schon wieder 3 andere Projekte hatte und, oh, keine Ahnung, es war verwirrend. Das stimmt. Das hat auf jeden Fall eine lange Zeit. Warte nicht. Wir hatten sogar noch, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten mal einen Beta-Test gemacht. Das haben wir noch auf Twitter angekündigt für Premium-Leute. Und dann sollte eigentlich so in den nachfolgenden Wochen der Spielmodus erscheinen. Aber er kam eigentlich nie. Es wurde ja mal angepriesen, dieses Zombie 2.0 Update. Aber es blieb halt ein Mythos, musste man sagen. Und es hieß ja dann auch immer, ja, es ist in Entwicklung, aber in Wirklichkeit war es dann, glaube ich, teils gar nicht mehr in Entwicklung gewesen. Doch, ich habe die ganze Zeit entwickelt, aber wie gesagt, viermal neu geschrieben und dann kommt man halt auch nicht voran. Genau, aber dann war es halt wirklich, ja. Irgendwann fehlt halt auch die Motivation einfach daran, das dann wieder neu zu schreiben und was weiß ich. Das stimmt. Und dann, ja. Und dann fehlt die Motivation. Ja. Gerade bei so einem Spiel muss es natürlich nicht so leicht, ne? Also weil man mal sehr viel darauf achten muss, ganze performant auszumachen. Ne? Ich meine, es gab halt noch bestimmte Items, die waren halt wirklich irgendwie so gewesen. Ja, da ging, glaube ich, fast auch der Server zum Absturz oder irgendwie sowas. Ich meine, irgendein Item gab es, ich kann mich daran erinnern, genau. Kann gut sein, ja. Ja, ich weiß die Items halt auch nicht mehr. Ich meine, es gab irgendwie so einen Stab, der konnte eine Plattform erzeugen. Irgendwie sowas, ne? Nein. Nee, es gab doch mal so eine Rettungsplattform, oder? Ja, nicht? Rettungsplattform. Ja, kann sein. Wir sind Silberfische, okay. Autsch. Also war ich jetzt ein bisschen schade, aber wir haben wirklich keinen Shop mehr. Habt ihr einen Shop? Nee, ne? Ich weiß nicht. Ich bin permanent am Kämpfen, weil wir sind ein bisschen in Unterzahl. Also ich denke mal, wenn die Zombies keinen Shop haben, und das ist ja eigentlich, ja, das wichtigste Team, dann werde ich, dann denke ich, werden die Survivor wohl auch keinen Shop haben. Denke ich auch nicht, nein. Hm. Ja, mit Shoppen hat man so ein paar Sonderitems bekommen, ne? Ja, die halt
den Zombies oder den Survivern halt irgendwie so Hilfe gegeben haben, wenn sie eine bestimmte Anzahl an Kills erreicht haben und was weiß ich. Genau. So, da haben sie auch schon mehr gewonnen. Ne, jetzt haben die zwei Zombies gewonnen. Ja. Tja, Hacker. Das ging schnell. Ja, wenn man verliert, schreibt man Hacker. Das ist halt so, ne? Ja, aber irgendwie waren wir gerade völlig in Unterzahl. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, wir hatten drei Survivor und der Rest war Zombie und dann, ja. Genau. Weil ich halt hier so ein bisschen so einen Nachteil sehe an dem Konzept. Man kann halt am Anfang, du gehst halt hier in das Flugzeug rein und wenn du schon neben dem Villager stehen bleibst und du halt zum Zombie wirst, dann kannst du ihn sofort töten. Ne? Und ja. Ich meine, es gibt da so ein bisschen dieses Cooldown, das man so ein bisschen hat. Aber das ist auch nicht wirklich lange, muss man ja sagen. Nicht wirklich. So, jetzt haben wir leider das Problem, dass gar kein Server mehr voll wird. Dazu müssen wir jetzt auch, okay, Florenz könnte vielleicht voll. Wenn wir gehen mal in Florenz rein. Wir müssen dazu sagen, wir haben schon ein bisschen spät. Wir haben mitten in der Woche. Und ja, da spät. Sind halt der normale Minecraft-Zocker ist da dann schon nicht mehr anwesend. Ne? Der muss dann schon wieder in die Haier. Ja, das stimmt. Genau, wenn wir groß sind. Aber wir sind Bad Boys. Genau, wir sind schon groß. Denken. Wir dürfen noch aufbleiben. Daher... Alles kein Problem. Wir sind schon ganz groß. Wir sind schon ganz groß. Ja. Weißt du noch irgendwas, was so bei dir in der Entwicklung, in der Entwicklung irgendwas Besonderes noch, was dir so im Kopf geblieben ist? Also, ich habe ja viel für Gomme geschrieben, Rage Mode, TTT, Ender Games habe ich ein bisschen mitentwickelt. Hm? Das einzige Plugin, wo ich sagen muss, das ist noch okay, das kann man weiterentwickeln, wo ich sage. Das würde ich unterschreiben, dass ich das geschrieben habe. Ist tatsächlich das Boots-Plugin. Das Boots-Plugin, okay. Ja. Das ist so das einzige Plugin, wo ich sagen muss, das unterschreibe ich, da war ich dran. Da warst du dran. Ja. Ja, was habe ich denn noch geschrieben? Community habe ich geschrieben. Mhm. Aber da wurde ich bestochen, weil es kein anderer machen wollte. Das stimmt. Da habe ich, glaube ich, Spotify für bekommen. Geil. Und dann habe ich die Community geschrieben zum großen Teil, so Jump-and-Run-Plugins und was weiß ich. Ja. Und sonst habe ich eigentlich immer nur so bei Effekten geholfen. Ich habe ein bisschen an der API, also API in Anführungsstrichen geschrieben. Ja, was habe ich denn noch geschrieben? Surf war ich kurz dran, einen Record zu schreiben, aber habe ich nie gemacht. Ja, das stimmt. Hat sich halt nie gelohnt bei Surf. Das ist einfach so ein Hau-drauf-Spielmodus und naja, das, was existierte, lief ja irgendwie. Dann beim Friends-System habe ich ein bisschen geholfen. Ja. Ja. Was sonst? Ich weiß gar nicht, tatsächlich. Auf jeden Fall viel mitgemacht. Sehr aktiv ja, Entwickler bei gewesen. Überleg aber gerade noch. Kann nicht alles gewesen sein. Ich weiß nicht, auch tot. Toll. Ja, schade. Ich will gerade auch nichts. Ich bin gerade am Überlegen. Ender Games habe ich auch so. Ich habe sonst eigentlich immer nur so Bugs gefixt. Genau. Das ist gefixt. Ah, mein Break natürlich noch. Mein Lieblingsmod, der komplett verbuggt war. Aber er lief irgendwie. Naja. Ja, aber dafür waren die Server zu. Dafür warst du im Performant, meiner Meinung nach. Ich glaube, dafür wirst du jetzt aber besser hinbekommen, denke ich mal. Ja, ja aber ich habe jetzt auch viel besser herangehen. Ja, klar, klar. Das sowieso. Hast ja in den Jahren ja sehr viel Erfahrung zugelernt. Und jetzt gerade, wo ich meinen neuen Job habe, Studium, da lernt man einiges, wie man Sachen besser angeht. Also, keine Ahnung. Allein von der Einstellung. Das ist. Viel wert, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, will das jetzt performant schreiben oder wenn man die Einstellung hat, man will das direkt richtig machen, anstatt zu sagen, ja, ich setze mir da jetzt ein To-Do ran und mache das später neu. Macht man nicht. Mhm. Und auch wenn es so eine Kleinigkeit ist, wenn man das dann später machen will, macht man es eh nicht. Okay. Fakt. Das sind halt so Kleinigkeiten, auf die man nie Lust hat und dann, ja. Vergisst man die und. Oder vergisst man sie oder man sagt sich, mache ich später und dann macht man doch was Neues, dann macht man später und später und später und man kommt nie eigentlich dazu. Ja. Gut, das ist natürlich sehr wichtig, ne? Also sowas. Gerade in der Entwicklung. Ja. So kleinere Dinge schnell zu fixen.
Ja, weil die können ja dann zu größeren Problemen führen. Ja, ja öfter mal, aber nicht immer. Aber ich sag mal, ja, wie erkläre ich das? Also es kann schon passieren, dass sowas Kleines und Größeres geht, aber es läppert sich halt. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe jetzt keine Lust, das neu zu schreiben, die Stelle ist zwar ein bisschen imperformant, aber ist ja nur eine kleine Stelle und dann macht man es bei der nächsten wieder und dann baut sich da irgendwas drauf auf. Und irgendwann hat man halt so 12, 13 kleine Stellen, die jetzt irgendwie imperformant sind und dann läppert sich das halt. Das merkt vielleicht ein Spieler nicht, aber es zieht halt irgendwann Serverkapazität oder was weiß ich. Ja, stimmt, ja. Gut. Ich kann ja, ich muss ja auch dazu sagen, ich kann ja nicht viel mitreden, ich kann ja nur das bejahen, was du mir sagst, und das wird ja wohl schon stimmen. Ja. Aber ja, ist schon halt interessant, so die Entwicklung so einzelner Sachen, die man so betreibt, weil da doch viel mehr Aufwand eigentlich hintersteckt, als man halt im Außen hier hinein sieht. Ne? Und ich kann auch jedem sagen, der Lust hat zu programmieren, lernt es. Also es zu lernen ist nicht wirklich schwierig. Das einzig wirklich Schwierige beim Programmieren ist meiner Meinung nach mit der Frustration umzugehen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder man eben Sachen viermal neu schreiben muss, weil sie sonst nicht gut sind oder was weiß ich. Diese Frustration irgendwann ist halt heftig zum Teil. Genau. Und wenn ihr vielleicht mal nicht ganz, und wenn ihr mal vielleicht nicht ganz gut drauf seid, ihr vielleicht schon eine harte Nacht hattet oder ihr gerade von einer Partynacht wiederkamt, dann solltet ihr euch auch nicht an den Programmcode noch ransetzen und irgendwas noch versuchen rein zu programmieren. Da gibt's witzige Stories von mir, ja. Da gibt's witzige Stories von ihm, die wir jetzt aber nicht erzählen. Ja. Ja, schön. Also die harmloseste ist zum Beispiel, ich kam von einer Party nach Hause und hab dann am nächsten Tag gemerkt, ich habe den halben Code gelöscht oder so. Wunderbar. Freut man sich natürlich. Ja. Aber gut. Ja, passiert halt, ne? Also, klar. Hast du kein Backup gehabt oder irgendwie sowas? Weiß nicht, ob ich... Bestimmt. Ja, bestimmt. Aber trotzdem, man wundert sich halt. Und ja, stimmt. Das sind so die Momente, wo man sich dann fragt, was hast du gestern Abend gemacht? Ja. Da muss man sich zurückerinnern. Ich hoffe, wir finden noch hier einen Spieler. Ich glaube, wir fehlen nur noch einer, ne? Wir sind sechs. Wie viele fehlen denn hier zum Starten? Können wir starten? Wir sind noch Premium Plus. Können wir das? Nein, dürfen wir nicht. Okay. Denken wir nicht. Nein, dürfen wir nicht. Ach ja. Ja. Entweder warten wir jetzt noch oder... Wir brechen das jetzt hier an der Stelle ab. Das musst du wissen. Tja. Möchtest du noch irgendwas noch erzählen, was du noch vielleicht vergessen hast zu sagen? Oder hast du so alles gesagt, was man so von dir erfahren konnte, von deinem Leben? Von meinem Leben. Also von deinem Minecraft-Leben hier, was du hattest. Ich muss tatsächlich überlegen. Ich gehe mal aus der Lobby raus, wenn irgendwas spannendes passiert, kannst du mir Bescheid sagen. Ja, das stimmt wohl. So, ich guck mal in das Navigationsmenü rein. Lobby-Plugin habe ich allgemein geschrieben, stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich noch mein aktuelles ist, aber es sieht so aus. Bedwars habe ich auch ein paar Bugs gefixt. Und dann Mino habe ich zum Beispiel auch zum Teil geholfen. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was ich noch gemacht habe. Nick-Plugin habe ich geschrieben. Da gab es ja ein 1.8-Probleme, da habe ich einen Fix für gefunden. Stimmt. Aber sonst? Jo. Ja. So war's. Und so ist es halt noch drauf bei dir. Also hier, deine Sachen. Ja, weil jeder zu faul ist, sowas neu zu schreiben. Das meine ich zum Beispiel. Man sagt sich, man schreibt es irgendwann neu, man macht es schöner, macht man nicht. Das stimmt wohl. Funktioniert, braucht man nicht neu machen. Ja. Ne? Auch wenn es ein bisschen imperformant ist oder ein paar Bugs hat. Ja. Da ist halt die Frage, lohnt sich das, ein imperformantes, kaputtes Plugin wirklich neu zu schreiben oder nicht? Lohnt sich der Zeitaufwand, um jetzt zum Beispiel einen Lag bei einer bestimmten Situation zu fixen? Ist ja halt immer die Frage. Gut. Ja, gut, hier werden keine Server mehr voll. Ich würde sagen, das war's dann. Ja, du hast alles gesagt. Denk schon, ja. Ja, gut. Dann will ich vorstellen, Leute, was ist hier von dieser Minecraft-Zombies-Spezialfolge mit... Naja, du warst ja nicht der Originalentwickler von Zombies gewesen, sondern du warst ja der zweite Patient gewesen. Und TTT auch. Stimmt, ja. Auch schon nicht vergessen. Stimmt, aber da war ja auch erst noch andere Personen dran beteiligt gewesen, die erste Version. Ja. Mein Mafia. Ach ja.
Wie ist der andere? Trouble? Ne, wie ist das? Ach, egal. Ja, auf jeden Fall, das war's für heute mit Minecraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich hier einen Gast ergattern konnte. Und vielleicht wird er in Zukunft nochmal dabei sein, wenn ich ihn genug bestechen werde. Ja, 10 Euro. Ja, genau. Ich muss ihn immer ein bisschen bestechen. Sonst macht er nicht mit. Und ja, gut, Leute. Da will ich vorstellen, was hier von diesem Minecraft-Video. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dann, sei es schau, Yoshi Tendo. Ciao. Ciao.